Da kommt noch ein bisschen Taschengeld beisammen. So, nehme ich gerne mit. Rein damit. So, erstmal das weg. Alter, ich habe schon wieder eine Sandburg in der Hose. Echt schlimm. So, ich hoffe nur, dass meine Rüstung hier gute Wärmeschutz hat. Aber ich werde es ja gleich sehen. Definitiv nicht. Oder vielleicht doch? Was? Boah, ich kann hier Sachen kaufen. Sauber. Ich friere. Scheiße, ich friere. Das kann ich sowas von vergessen. Ich brauche hier eine Schneerüstung. Und wenn ich zu den Fackeln hingehe, dann friere ich halt weniger. Bin ich aber nicht bei den Fackeln, dann friere ich verdammt schnell. Oh, Herr. Vielleicht kann ich hier trotzdem noch was mitnehmen. Ja, damit. Fall. Okay. Alter. Selbst der Ofen hält mich nur minimal. Ich brauche die Snow Infantry Rüstung. Pineapple Upside. Okay. Obwohl die Musik richtig ruhig ist. Klingt so richtig schön. Oh oh. Und ich werde gleich zur Eissäule. Boah, ich sehe kaum noch was. Schnell. Ich brauche Leder. Auf nach Hause. Alter Schwede, hey. So, ich werde jetzt mal ein paar Vögel jagen müssen oder ein paar Monster. Huch. Aber erstmal werde ich hier das Weizen. So. Alter, schon wieder reichlich Weizen zum Anpflanzen. So, komm schon. Ich glaube, ich werde die Bäume mal fällen. Damit ich eine zweite Schicht Weizen anpflanzen kann. Ja, eine zweite Schicht. Damit ich halt noch mehr Weizen anpflanzen kann, das meinte ich damit. So. Wunderbar. Holz. Und wenn ich das Holz verbrenne, das gibt ja noch Kohle. Also hätte ich jetzt, muss ich nachschauen, ungefähr 52 Kohlestücke. Immerhin.
Wunderbar. Dann wächst, wächst. Wächst und gedeiht, meine Kinder. Ups. Papi geht jetzt erstmal Monster jagen. Und zwar mit dem Bogen. Ich brauche nur noch 5 Leder. In Klammern nur. Wow! Toll, Fleisch kriege ich, aber ich kriege keinen. Huh! Und da kam der Pfeil. Leder. Genau, das wollte ich ja sagen. Yellow Peter, okay. Zum Färben. Was will ich denn bitte schön färben, um Himmels Willen? Oh. Oh, perfekt. Ah, wieso nur Fleisch? Ich will Leder, kein Fleisch. Ich frage mich gerade, ja, hier gab es doch ein Dorf. Ein Glitchdorf, okay. Aha. Leder? Warum nicht? Gut, hier gibt es ja noch Plant Fibers. Ist das super, ist das echt super, aber ich bräuchte Monster mit Leder, weil dann könnte ich wieder mal eine Aufgabe von meiner Liste streichen und ich könnte endlich mal Schneeplaneten erkunden. Weil das war ja ein floranisches Dorf. Nee, nicht die Floraner, Quatsch. Aviendorf, genau. Frage ist jetzt nur, gibt es hier noch was Interessantes oder? Na komm schon. Oh, Kohle. Nehme ich gerne mit. Hier hat es noch Eisen. Und Silber. Ja, ja, was der Heimatplanet noch so enthält. Mann, ich brauche Leder. Komm schon. Oh, Cobblestone, okay. Ja, gut, wenigstens geht Cobblestone recht schnell.
kann man wenigstens echt nicht meckern. Und wo zur Hölle bin ich hier? Auf jeden Fall in einem Giftblöcke-Gebiet. Au. Oh. Ist das da hinten die... Ist... Das ist doch Teer. Sag bloß, hier gibt's eine Teerschicht. Ups. Bitte was? Frissel, brissel, blissel, bliss. Was zur Hölle? Ein unterirdisches Labor. Oh. Krasse Kacke. So, was haben wir hier? Blaue Spritze, Tesla Thruster und eine Stone Pickaxe. Okay. Alter, Pixel ohne Ende. So, dann erstmal runter. Alter Schwede. Vor allem hier gibt es dann wirklich eine Türschicht. Boah. So, dann erstmal eine Fackel reinknallen. Ja, Tatsache, eine Teerschicht. Oh, das hätte ich jetzt auf einem Level 3 Planeten richtig gut gebrauchen können. Weil da findet man die besten da findet man recht schnell verdammt gute Rohstoffe. Reichlich Silber, Kupfer, Eisen. Gut, auf dem Level 3 Planeten wahrscheinlich Gold, Diamanten und, na, wie heißen die? Titanium, genau. Diamanten. Nehme ich gerne mit. Alter Schwede. So, und ich muss mal hier ganz kurz ein bisschen dunkler machen. Huh. Ah, okay. Ich bin... Wet Dirt. Auch nicht schlecht. Noch mehr Diamanten. Alter... Oh, werde ich bloß meinen Planeten richtig erkunden, ne? Einmal richtig erkunden. Dann hätte ich nicht solche Rohstoffprobleme am Anfang gehabt. Und mit etwas Glück hätte ich sogar mir hier schon die Diamantspitzhacke zulegen können. Ja, Platinum. Alter Schwede. Erstmal eine Fackel setzen. Na komm schon. Obwohl, so ein Wüstenplanet wäre auch nicht schlecht. Am besten Wüsteplanet mit Kombination von Teer. Wenn ich mal hier noch die Rohstoffe finden würde. Yeah.